Vor der Landung habe ich die Gegend nach Mineralienvorkommen gescannt. Ich schicke dir noch ein paar Daten. Ich werde mal die hier drüben eine Einheit hinschicken, weil man wissen will, wo da hier diese Leute sind, die uns helfen können eventuell. War glaube ich nicht so gut. Oh, es geht wieder rund. Sammeln, sammeln, sammeln. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. So, dann kann ich die wenigstens wieder bündeln da hier. Auf 21. Und ich baue mal noch ein Versorgungsdepot. Oder auch zwei. Ju, also ich weiß nämlich, dass hier oben ein paar Einheiten sind, die uns helfen können. Und die Rächer brauchen echt ewig zum Bauen. Ich glaube, ich baue echt bei Gelegenheit noch eine zweite Kaserne. Ich möchte nur ganz gerne hier endlich mal Ressourcen sammeln. Sie können mit dem Abbau fortfahren. WBFs müssten eigentlich dann erstmal ein bisschen reichen. Wir haben jetzt 21 WBFs. Das ist eigentlich schon ein Wort. Vor allem, dass hier überhaupt so Strukturen stehen bleiben bei der ganzen Laber. Sieht aus hier eine Schlange, die alle lecker Kristalle bringt. Batsch. So, wenn du hier fertig bist mit Bauen, bauen wir definitiv mal noch eine zweite Kaserne. Ich brauche nämlich noch eine ganze Menge. Jawohl! Mineralienfeld erschöpft. Gut, dann schicken wir gleich den nächsten Teil hier oben hin. Mineralienfeld. Rache serviert man kalt. Obwohl, schicken wir euch mal dahin. Warte mal, hier ging ein Weg hoch, ja. Jetzt mal den Sammelpunkt da oben hin. Wenn sie schon hochgehen können, dann schätze ich die auch dahin. Manche Leute, die wahrscheinlich gar nicht zocken, die werden sich wahrscheinlich mal denken, wie kann man da immer stundenlang über eine so eine Map sein, ein bisschen Dinger rumklicken. Aber das Ding ist einfach, ganz ehrlich, man kriegt gar nicht mit, wie die Zeit vergeht. Das ist ja wirklich so, dass man davor sitzt und man ist dann gedanklich so komplett drinne, dass man auch wirklich nicht mitbekommt, wie die Zeit vergeht. Also dass wir jetzt schon wieder eine halbe Stunde aufnehmen und das kriegt man echt nicht mit. Also was heißt eine halbe Stunde aufnehmen? Also schon seit einer halben Stunde hier fast in dieser Mission sind. So, da brauche ich erstmal wieder ein Techlabor. Dass wir da hier weiterhin auch von den Rechern bauen können. Da muss ich auch erstmal wieder bauen. Wie teuer sind denn die eigentlich? 50-50. Kann Klippen hinauf und hinunter springen, wirft explosive Minen. Das sieht doch schon ganz gut aus, Rainer. Das sind Spuren von weiteren Mineralien auf der anderen Seite des Canyons. Ja, ganz gut. Ich habe jetzt von den 8000 nur 133 abgebaut bis jetzt. Das muss auf jeden Fall noch besser werden. Und ich brauche erstmal noch ein paar Rächer. Der Rächer mit dem Becher. Ist auch ewig alt. So ein alter Otto-Film war das, der Rächer mit dem Becher. Der Film hieß zwar, glaube ich, anders, aber
Finden Sie Toschabeiter, töten Sie den Brutalisten. Das werden wir alles machen, die Bonusziele. Wo? Da oben. Ich glaube, ich schicke jetzt mal ein paar Rächer los. Um da hier auch hinten mal die Zerg anzugreifen. Was? Komm, stirb. So, das ist schon mal gut. Wir haben jetzt noch eine Station mehr. Warte mal, schicken wir euch mal hier hin. Gut, wir haben jetzt von den Einheiten noch mehr. Das ist natürlich auch schön. Und Ressourcen. So. Weil dann würde ich nämlich euch erst einmal... Na, hier hinstellen. Soll ich irgendwas umlegen? Und dann lasse ich nämlich euch da hier unten abbauen. Rache serviert man kalt. So, und wir kommen dahin. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Rache serviert man kalt. Was nicht passt, so, dann tue ich nämlich euch auch hier rüber. Und wenn du dann da drüben bist, muss ich euch da hier drüben mal komplett markieren, dass ich euch auch habe. Als zweite Gruppe. Und euch hier tu mal als dritte Gruppe rein. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich hier nochmal... Naja, ich muss die hier erstmal noch da hinsetzen. Und euch hier rüber tun, um das Viech da mal zu töten. Mit 16 Einheiten müssen wir es eigentlich verschaffen. Ah. Ja, das geht schon gut runter jetzt. Ja. Was? Wo schon wieder? Mann, nervig. Wenn wir in einer Tour die WBFs killen. Können wir welche nachbauen? Was springt dabei raus? Gut, wir haben jetzt die Bonusziele, die bis jetzt möglich waren, gemacht. Ein bisschen hier umschauen. Oh yeah, Baby. Yeah, Baby, yeah. Oh, Ressourcen und... Komm. So, erstmal die Ressourcen hier holen. Und wir haben noch mehr Einheiten, sehr schön. Okay, Luft anhalten könnt ihr nicht angreifen. Wir versuchen jetzt noch diese Würmer zu killen. Wird gemacht. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Ich wollte einfach nur die Bereiche cleanen. Schon unterwegs. Damit von da groß auch keine Zerg mehr kommen. Das ist alles. So, hier hinten haben wir noch ein bisschen Zerg. Los geht's. Sie puste ich weg. Baue ich ja eigentlich noch Einheiten? Sollte ich vielleicht mal wieder tun. Geliefert. Das Blut also.
Alter, das werden sie nicht überleben. Jupp. Aber trotzdem schön aufgeräumt in der Zeit. Hier werden wir auch mal ein paar WBFs bauen, damit das ein bisschen schneller geht. Und die werde ich ja dann eh da wieder sammeln. Ich glaube, die Bunker können wir doch mal einreißen da hier. Das bringt auch wieder ein bisschen Ressourcen. Und die da hier könnten wir eigentlich auch mal darüber setzen. WBFs werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Jetzt schon wieder da. Und die Reichweite macht sich nicht auf den Geschütztürmen da oben drauf bemerkbar, ne? Du kommst dahin. Die lassen wir aber auch gleich mal hier oben. Na, brechen wir das mal ab. 15. Und ihr kommt alle dahin. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Ja, ich bin ja schon vorsichtig und haben jetzt 24. Okay, das ist alles geupgradet. Da ist auch alles, was geht. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Ja, ist doch schon dabei, Mädel. Ja, dafür sind wir aber auf einem sehr heißen Planeten. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, dann gleich weiter sammeln. Genauso wie ihr gleich weiter sammeln. Warte mal, dann sammeln wir hier. Und wenn ich da wieder ein paar Einheiten habe, dann kann ich wieder hier rüber gehen. Dass wir einfach mal die ganzen Zerkter hier auf dem Planeten platt machen nebenbei. Dann kann ich nämlich in Ruhe sammeln. Mann, die bauen so ewig langsam. 40 Sekunden. Unglaublich. Zumindest haben wir jetzt schon 2700 Kristalle, Mineralien gesammelt. Was wir alles in unser Mineralabbauguthaben stecken können. Komm, killen. Bingo. Was? Wieso sind da jetzt WBFs drin? Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Ach, ich glaube, das ist die Ecke, Witter. Komm, dann kann ich euch mal da hier rüber tun. Hier wird noch weiter schön ausgebildet. Ich werde auf jeden Fall bald hier mal in eine andere Richtung gehen müssen. Ich glaube, ich werde mich mit meinen Einheiten hier mal die Ecke hier drüben mal auskundschaften. Sicher doch. Mineralienfeld erschöpft. Okay, da ist nichts mehr. Dann werde ich die mal weiter hier hinschicken. Und wir schauen mal, was hier unten ist. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Okay, hier können wir hinlaufen. Da ist aber jetzt groß extrem nichts. Erst einmal Ressourcen. So, und nochmal Ressourcen sammeln. Na, ich könnte da nochmal schön Einheiten bauen, dann ist nicht mehr viel davon da. Los geht's. Wird erledigt. Sammeln, sammeln, sammeln.
So. Das heißt, die Ecke haben wir jetzt frei. Mineralienfeld erschöpft. Dann werde ich da nämlich mal das Ding da hier. Ich sammle euch jetzt mal hier. Und werde dich abheben. Und da hier hinstellen. Genauso wie ich euch jetzt da hier erstmal hinsetze. Oder warte mal, wo setze ich denn euch hin? Schlechte Neuigkeiten? Wo setze ich denn euch hin? Bin gerade am Überlegen. Ich glaube, hier drüben wäre es nicht schlecht. Mal gucken, ob ich die da hinkriege. Ah, die müssen aber ganz schön blöd laufen dafür. Und dann hebe ich nämlich dich ab. Und stell dich dann da hier hin. Basis wird angegriffen. Was? Gut, die sind jetzt in Sicherheit da hier. Ihr sollt ja alle da hier hin. Da haben nämlich da Ressourcen und hier oben Ressourcen. Okay, das heißt, ich werde mal die Hälfte hier rüber schicken. Mal gucken, ob ich es noch rechtzeitig schaffe, bevor die Lava kommt. Ja, ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen. Oder? Seismische Aktivität nimmt zu. Komm jetzt aber schnell. Zur Vorsicht geraten. So, dann kann ich ihn nämlich hier hinsetzen. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. So. Jetzt kommt die Lava. Hier bauen wir noch ein paar Einheiten. Gut, das seid ihr. Die lassen wir erstmal hier oben die Ressourcen sammeln. Und euch da hier. Lassen wir die Ressourcen sammeln. Dann schauen wir derweil mal, was da hier ist. Da können wir auf jeden Fall auch gut sammeln. Oh, da oben sind Zerg. Ressourcen und Zerg. Das heißt, wir werden da erstmal sichern müssen. Und dann schicke ich euch nämlich mal da hier mit hin. Die hier können groß keine Zeit runterhüpfen, das ist schon mal nicht schlecht. So, wie viel haben wir da jetzt? 14. Das müsste eigentlich reichen, um hier ein bisschen den Zerg-Schmerzen zuzubereiten. Deswegen sind die Gebäude mit schnell platt mit den Einheiten hier. Was? Mann ey, kaum ist man hier weg, greifen sie die Basis an. Jetzt ja wieder hoch hier. Oh nein! Flugeinheiten, das ist gar nicht schön. Natürlich. Gar nicht schön. Das heißt, ich werde WBF. Komm mal hier, WBF. Mal bauen lassen. Nicht reparieren, komm. Das hier bauen. Und da hier werden wir mal reparieren. Oh, dass jetzt auch noch blöde Flugeinheiten dabei sind da hier. Das ist doch blöd, ey. Das heißt, jetzt werde ich da hier mal ein bisschen Luftabwehr doch mal bauen müssen. Oh. Komm, bau fertig.
jetzt möchte ich aber ganz gerne da hier noch ein zweites Luftabwehr hinsetzen. Damit sich das Ganze auch lohnt. Und ihr sollt da sammeln. Sind es bei 6000. Und hier haben wir noch ein paar davon. Ich setze mal gleich mal darüber. Und du sollst doch da hier mitsammeln. So. Was liegt an? Kann ich da eigentlich mit Fußeinheiten rüber? Das wäre eigentlich mal die überlegen, ob ich dann die hier mal darüber setze. Rache serviert man. Die sind ja alle. Oder setzen wir sie doch dahin? Und dann die beiden da hier. Fast geschafft, Reno. Auch dahin. Nur noch ein paar Mineralien fehlen. Tut mir leid, wieder ein bisschen Mineralien verbrauchen. Ich will erst die ganzen Zerg da hier wegkriegen, bevor da hier die Mission vorbei ist. Schlechte Neuigkeiten? Nur zu. Es kommt dann gleich erst nochmal eine Flutwelle, Lava-Flutwelle. Da werden wir doch schon mal die Leute hier mal hochholen. Und hier die seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Werde ich mal dahin setzen. Dass ich dann, sobald die Lava weg ist, die Fußsoldaten mal rausholen, damit die hier mal die Lufteinheiten mit angreifen können. Warnung, Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den Bereich hatte ich schon freigemacht. Das Ding ist ja, ich kann ja auch da hier dann später ein paar reinsetzen. Ich weiß noch nicht, wie viel Platz die haben. So, das wart ihr. Das ist echt mal so ein Ding, wenn man an zwei Fronten arbeitet. So, ihr seid hier. Dann werde ich die jetzt leer machen. Die Bunker. Und euch da hier lasse ich auch weiter abbauen. Hier drüben ist ja alles weg. Mal ganz kurz schauen, wie es hier ausschaut. Na, hier ist eigentlich alles frei. Da hatte ich ja auch schon alles frei gemacht. Das wird auf jeden Fall der nächste Landeplatz werden, da hier. Und dann kann ich die Einheiten da hinten rumbringen. Okay. So viel schon mal dazu. Abmarschbereit! Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Okay, die bauen es noch an dem einen. Ich werde jetzt erstmal da hier angreifen. Dass die mit den Space Marines kann ich nämlich die Lufteinheiten gut wegschießen. Bingo! Basis wird angegriffen. So. Geht doch. Flugeinheiten kommen runter. Basis wird angegriffen. Was? Oh, nicht schon wieder. Kaum tue ich da hier. Komm, euch lasse ich aber drüben hier, dann könnt ihr mal weiterschießen. Oh, ist das nervig. Du reparierst. Mineralienfeld erschöpft. Schauen, dass ich die auf jeden Fall dir von da noch kommen. Noch wegkriege. Platsch. Vielleicht müssen wir das große Ding ja auch klein machen. Und mal schauen, dass hier, wenn der Dinger hier schlüpfen,
dass ich die gleich angreifen kann. Platsch. So wird aufgeräumt hier. So. Na schön, Riss. Oh, wie. Oh, schade. Jetzt habe ich die 8000 doch schon geschafft. Saubere Arbeit, Jungs. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Jetzt lasst uns aus diesem Drecksloch. Wollte ich erst die ganzen Zerg noch wegschießen. Blöd. Ich habe das Gefühl, dass wir noch weit mehr Geschäfte, über die wir uns unterhalten können. Erfüllen Sie alle Missionen vom Tanz auf dem Vulkan. Jo. Ach, stimmt. Töten Sie den Brutalisten mit Hilfe von Lava. Also sprich, ich hätte ihn rauslocken sollen, damit ich... Damit er im Prinzip dann verbrennt. Ich hätte da leider wahrscheinlich dann auch einen von mir opfern müssen. Wie geht's denn weiter hier? Ach ja. So ist das. Das finde ich jetzt echt blöd. Ich wollte jetzt echt die letzten Zerg noch wegkriegen. Habe jetzt gar nicht mehr so drauf geachtet, wie die Ressourcen gesammelt werden. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tosch an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ginge um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt hasst Mengsk ihn fast genauso inbrünstig wie Sie. Ah, der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn besser im Auge behalten. Jawohl. Schiffsmesse der Hyperion. Jo. Burton Cowboys wird jetzt gespielt und wir haben jetzt wieder eine Menge geschafft. Wir haben jetzt 135.000 Credits auf dem Konto, haben den Tosh auf der Brücke sitzen und machen in der nächsten Folge weiter. Wie ich gerade auf der Uhr sehe, ich habe jetzt 53 Minuten aufgenommen, also sehr wahrscheinlich, dass ich diese Mission hier in zwei Folgen geschnitten habe. Und wenn euch das nicht passt, wenn ihr lieber wollt, dass ich die Folgen in einer Folge drinne lasse, also sprich einstündige Folgen oder sogar noch länger hochlade, dann schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Allerdings müsst ihr vielleicht Rücksicht drauf nehmen, wenn nur einer will, dass ich die Folgen länger mache und die anderen nicht, dann kann ich die Folgen nicht länger machen. Also ich werde mich der Masse beugen. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sagt bis dahin. Tschüss. Tja, da haben wir leider den Zerg zum Schluss nicht mal ganz ausrotten können, weil ich leider nicht mehr so das Auge auf die gesammelten Ressourcen hatte. Ich hätte vielleicht meine WBS vorher mal zur Seite schieben müssen, damit die nicht aufhören zu sammeln. Aber egal, wir haben die Mission auf jeden Fall geschafft und die Folge beendet erfolgreich. Und ich bin ja gerade hier am Schneiden von dieser Folge, also ich nehme dieses Outro akustisch im Nachhinein auf. Und mir ist auch aufgefallen, das ist jetzt die erste Folge, die ich jemals gemacht habe, in Zeiten von Triple LP, wo ich am Anfang keine Begrüßung gemacht habe. Also ich bin wirklich noch überlegen, wie ich das immer mache da hier. Weil eigentlich möchte ich schon ganz gern, ich weiß nicht, das hat sich einfach so eingebürgert, dass wir da hier immer eine Begrüßung machen, zum Schluss eine Verabschiedung. Okay, die Verabschiedung kann ich hier im Outro im Nachhinein reinmachen, aber die Begrüßung am Anfang, ich weiß nicht. Ich mache jetzt mal nachträglich Hallo über dieser Folge und wir sind jetzt auch schon gleich am Ende. Nein, ich weiß auch noch nicht allgemein, wie das mit den Outros mache. Das macht ja eigentlich schon im Nachhinein mehr Arbeit als sonst. Und was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde dieses Outro nicht bei jedem Let's Play einbauen. Also jetzt bei Star Trek Online muss ich mir wirklich überlegen, weil es einfach auch viele Folgen sind. Und in jeder Folge hier noch ein Outro reinzubauen, inklusive Kommentare und so weiter. Und vor allem mit dem Don zusammen, das muss ich mit ihm ja auch noch abklären. Das wird, glaube ich, zu viel Arbeit. Und ich bin mir da noch nicht sicher, wie ich das mache. Ich habe zwar noch ein paar Spiele im Kopf, bei denen ich das machen will. Auch ein paar Spiele in zukünftig, wo ich noch nicht erwähnt habe, dass ich die mal spielen werde, aber interessant werden. Das wird noch diesen Monat, glaube ich, passieren. Auch wenn ich noch nicht weiß, wann ich diese Folge hier hochlade. Aber
für ein paar Spiele hätte ich schon den Wunsch, ein Outro einzufügen. Deshalb, gerade deshalb, würde mich mal interessieren, was ihr denn von den Outros haltet. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.